Jetzt erklärst du. Also ich nehme jetzt ein Dreieck. Nee, Stern. Dann suche ich mich eine Frage. Dann drücke ich und muss den ziehen. Und dann, wenn du fertig bist, du kannst große oder kleine machen. Ja, man große. Also wenn man hier aber auch bei Füller geht, kann man... Ja, das kann man. Oder hier, wenn man was wegmachen will, geht man hier und dann... Genau, lass mal ruhig, please. Entfernen und dann geht's weg. Kannst du mal jetzt die Farben ändern? Farbe ändern. Ich weiß. Warte kurz. Was muss man erstmal machen? Mal selektieren, ne? Ja, also erstmal drauf. Selektieren, ne? Kina Pink! Was die Farbe? Ja, mag mal. Nee, du weißt es überhaupt nicht. Jetzt kann jeder sich eine Farbe aussuchen. Hey, blau habe ich schon, pink habe ich schon. Nee, du musst erstmal die Selektierwerkzeug da oben nehmen. Ganz oben da, wo du früher gesehen hast. Da und dann, jetzt kannst du die Farbe geben. Eine Farbe. Da soll jemand eine Farbe wählen. Ja, rot. Rot, super. Oder gelb. Mach mal gelb, damit es anders ist. Und dann grau. Hä? Super. Grau. Nein, gelb. Ich habe jetzt Türkis. Hä? Türkis haben wir schon. Schwarz? Das ist kein Türkis. Doch, das ist Türkis. Das wäre dann nicht mehr. Nein, mach schon. Dunkelgrün. Hab ich dich gefragt. Das ist dunkelgrün. Ja, das ist dunkelgrün. Und ich weiß noch, wie man es... Oh mein Gott! In Ordnung. Mach mal einen richtigen großen. Ich habe einen riesengroßen gemacht. Weißt du, wie anstrengend es war, den wegzumachen? So, was willst du machen? Warte kurz. Nee, da oben, guck mal. Nicht. Lass mal, ich sag dir Bescheid. Ne? So, hier klickst du einfach hier in die Nähe. So, zack, dann ist es weg, ne? Okay. Ich nehme einen schwarzen. Okay. Du musst erstmal Einstein selektieren. Du musst erstmal dieses Selektiertool hier oben nehmen, ganz links oben. Das hier erstmal nehmen. Das nehmen. Draufklicken. Und dann jetzt die Farbe. Warum? Ja, ich weiß. Wenn man die Farbe so will, ja, dann muss man einfach hier rausgehen, dann muss man auch rausgehen. Das ist super, das kennst du, ne? Okay, klick mal auf diesen Eimer, wie der gesagt hat. Hier auf dem Eimer. Klick mal auf dem Eimer und dann geh mal da und klick auf was. Ne? Klick mal auf den nächsten. Ne, ja, das zum Beispiel. Siehst du, was da passiert ist? Weil die Farbe schwarz war schon da, ne? Und so mit diesem Eimer ist wie eine Eimerfarbe, ne? Hast du genommen und du kannst das drauf gießen, ne? Das ist super. High five, das ist super. Hast du hier nicht das Speichern-Ding? So, wenn man das alles gemacht hat, wie man kann das aufbewahren? Man geht hier. Ich weiß. Ja, da, ne? Auf Save As, hier, und dann, jetzt gibst du verschiedene Sachen, Desktop, genau. Ja, dann musst du... Und dann die Name, was geben wir für Name? Bar. Unsere Kunst vielleicht? Nee, unser Name. Ja, gib mal einen Name, einen bestimmten Name. Ich weiß. Nee, egal welcher Name. Kunst. Das ist great. U-N-S. Wow.
also unsere, E, und dann Kunst, ne? K, O, ja, N, S, T. Und dann gehst du auf hier, ne? Da, wo es blau ist, speichern, ne? Jetzt schließt du. Und dann ist es da. Und dann, das ist super, High Five. Oh, gut. Ne? Und dann jetzt musst du da drauf gucken, ne? Ja, also dann musst du gucken. So, so, das ist unsere Kunst, ne? Wir können öffnen, ne? Wie können wir öffnen? Ein Doppelklick. Ein Doppelklick, das ist super. Klick mal drauf, so zack, zack. Und dann? So zack, zack. Das ist super. Und dann warte. Und dann kommt das Bild einfach. Ah, siehst du, es ist gekommen, ne? Ich will was auch mal was malen. So, warum? Ich habe gar nichts mal gemalt. Ja, aber warte kurz, warum speichern wir? Weil damit man den Bild so bewahren kann. Ah, das ist super, ne? Und ja, was kann man noch machen? Man kann es auch wenn man nicht mehr will, dann muss man wegdrücken, aber wenn man will, dann muss man speichern. Das ist super. Aber wenn man gespeichert hat, kann man auch bearbeiten, ne? Man kann enden und enden heißt bearbeiten, ne? So, das ist super. So, jetzt erstmal, wir klatschen für uns alle und dann, wir werden dann weiter, jeder wieder dann probieren, was zu machen, ne? Das ist super. Danke alle, ne?